Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Play League of Legends. Heute zocken wir mal Rene. Ich habe mir den vorgestern gekauft, habe damit jetzt zwei, drei Runden mal gemacht und ist annehmbar. Gegen wen sind wir denn überhaupt? Gegen Riven, ja okay. Das sollten wir je nachdem hinkriegen, weil ich wollte ganz, ganz lange schon Rene jetzt kaufen und haben und so, weil das eigentlich ein Top-Laner ist, den man auch als First-Pick nehmen kann, meiner Meinung nach, weil der nicht so gecountert werden kann. Ich glaube, wenn man da überhaupt nur verliert, dann weil man schlecht gespielt hat oder der Gegner einfach zu gut ist und jetzt nicht wegen Counter-Eigenschaften von anderen Champions. Deswegen wollte ich ihn schon länger haben, hab mir den jetzt mal gekauft. Der kostet ja auch nur 4,8, glaube ich, 4,8 kostet ja. Weiß ich auch nicht, warum ich da so lange gewartet habe, aber jetzt haben wir den ein bisschen gezockt jetzt, also ich weiß zumindest mal, wie man da ein bisschen mit umgeht. Und wenn dann noch irgendwelche Special-Tipps von eurer Seite natürlich kommen, immer wieder gerne. Weil, ja, wenn man einen Champion gerade neu hat oder den halt nur als Gegner kennt, dann hat man ja auch die Mechanics damit nicht drauf. Und die möchte man natürlich mit den Champions maxen, die man dann auch fleißig spielen will. Das ist zum Beispiel dann so, wie ich zum Beispiel sehr gut mit Jarvan bin, da hat man dann die Mechanics so wirklich richtig drauf, wie man welche Sachen da macht und wie viel Damage man macht, wie viel man aushält in bestimmten Situationen. Und das sollte man auf ein paar Champions drauf haben. Ich würde mal sagen, ein Champion-Pool von einem ist ganz gut, wenn man so für jede Position zwei kann, dann wäre das echt spitze. So, wir kaufen gegen Riven Shield und Potion, das sieht doch ganz gut aus. So, wir haben einen Shogat im Jungle, einen Gragas in der Mitte und unten auf der Botlane Vayne und Thresh, richtig deutsch. Ja, sollte eigentlich ganz gut sein, Gegnerteam, was haben wir denn da? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, weil ich gelabert habe wieder. Riven gegen uns oben. Oder ein Ken, die Riven kann auch in der Mitte sein. Das kann natürlich sein, das sehen wir dann gleich. Riven oder Ken. Ich glaube, da wäre die Riven uns lieber, weil Ken uns ein bisschen countert durch die Range. Ja, Syndra unten mit dem Ezreal und Mauka im Jungle. Ja, also für mich wäre es jetzt lieber, wenn wir Ken nicht oben hätten, weil der mit der Range uns, glaube ich, ziemlich countert. Und ich glaube, eine Level 2, 3 Riven macht einen Gragas auch ziemlich platt. Also wäre es ganz gut, wenn die Riven oben wäre, für beide Lanes, würde ich jetzt mal so sagen. Was hat denn der Gragas gekauft? Ja, ja, ist okay, hat nur relativ wenig Rüstung jetzt und zieht, ja, alles auf. Weiß ich nicht, mag so Runen nicht, ganz ehrlich, ich mag die Runen nicht. Weil ich immer, anstatt jetzt so viel AP und Penetration wird er ja noch drin haben, aber okay, hat noch AD drin. Ich habe da immer noch gerne ein bisschen mehr Verteidigung. Gragas hat zwar relativ hohe, ja, wie nennt man es denn hier? Ja, Rüstung und so ein Scheiß. So, einen Hit noch. Tchaikovsky. Riven ist oben, sehr schön. Sehr gut. So, da haben wir da oben die Riven, wir verpassen keinen Creep. Bam, sehr schön. Maokai Jungle, natürlich Stun. Wir versuchen natürlich jetzt zu harassen, ohne dass wir jetzt hier arg pushen. Ah, das Creep haben wir verpasst. So, da harassen sie uns natürlich jetzt auch. Ist auch vernünftig, sonst wäre es auch ein bisschen dämlich von ihr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht vielleicht doch eher... Ja, war mir klar. Ich hätte den E machen sollen. Ich war ja gerade, wo ich gesagt habe, so... ich hätte doch lieber... Und da wurde ich auch schon gegankt. Weil da wäre ich weggekommen, würde ich mal behaupten. Scheiße. Ward. Und noch einen Pot. Ich will jetzt nicht allzu viel Geld ausgeben. Ah, die Riven natürlich jetzt, ne? Ist natürlich richtig, richtig gut für die. Das, würde ich mal sagen, das sind sogar Premates. Wenn die so schnell gegankt haben, weil die Riven hat keine Wards, keine Potion, kein gar nichts mitgenommen. Das heißt, die wusste, dass sie einen Early Gank bekommt. Weil so, mit den Sachen, die sie jetzt momentan hatte, hätte sie keine lange Lading-Phase ausgehalten. Weil ich sie, jedes Mal free-poken hätte können. Und wer Rene ein bisschen kennt, der weiß, dass der einfach, der ist ja nur auf Cooldown,
wenn sie dann da sowas macht, dann sieht man schon relativ gut, wie wir ihr da Schaden machen konnten. Für frei, weil sie sich ja nicht richtig, also sie hat ihren Grund, Reck hat sie ja und ja halt die 5 Lives, die sie durch das Dorans Schwert bekommt, aber sonst wäre sie ziemlich ausgeliefert gewesen, würde ich mal sagen. Sie hat keine Ignite mehr, ist auch schon mal ganz gut. So, und dann wäre es nämlich so ausgegangen die ganze Zeit. Oh, Frame Drops. What the fuck. Ignite drauf. Ja, ich habe die Mega Frame Drops. Was ist denn das für eine Scheiße? Sorry. Habt ihr diese Kacke gesehen? Meine Güte. Sorry fürs Aufregen, aber das waren die dümmsten Frame Drops meines Lebens. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe auch im Moment ein Pech am Arsch, ne? Mit diesem scheiß Internet oder was das auch immer ist. Ich habe es jetzt nicht gesehen, ob es die Frames waren oder das Internet gehochwackelt hat. Jetzt habe ich die dumme Bitch nicht bekommen. Gibt's doch nicht, ey. Ja, und jetzt kriege ich den ganzen Farm hier auch nicht. Mann! Gibt's doch nicht, Leute. Kann's doch nicht sein. So viel Pech kann man doch nicht am Arsch haben. Hat man einmal die Mega-Chance, dass die Riven so richtig overextended einfach richtig schlecht gespielt hat. Richtig, richtig schlecht gespielt hat. Und dann kriegt man da Frame-Drops 5 Milliarden einfach. Die, ja, das war so ein Freekill. Jetzt haben wir natürlich hier oben verschissen. 100% haben wir jetzt verschissen. Kein Flash mehr, kein Ignite mehr. Schlechter hätte uns jetzt gerade nicht treffen können, ganz ehrlich, Leute. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Keine Ahnung, die wird eh pushen. Ich kann jetzt auch mit der, glaube ich, nicht in Konflikt treten. Die hat richtig, richtig viel Damage jetzt. Level-Vorteil. Ja, wenigstens pusht sie. So, jetzt können wir hier ein bisschen freezen. Nee, ey, meine Güte, dieser Frame-Drop. So, aber jetzt, Frame-Drop ist jetzt hin. Können wir jetzt nicht mehr dran ändern. Jetzt heißt es wieder fokussieren. Die Last-Hits bekommen. Und da versuchen ein bisschen zu harassen wieder zurück, weil wir heilen uns ja auf unserem Q. Wenn ich den dann schon mal schön auf sie drauf kriege, dann ist es schon mal ganz gut. Ja, ist klar, ist klar. Ich dachte, die werden aggressiver. Keine Ignite mehr. Die wird mich diven, hundertprozentig. Ah, ich habe nicht gesehen, dass sie Level 6 geworden ist. Sorry, Leute. Richtig schlecht von mir. Fuck it! Kann's doch nicht sein, ey. Meine Güte, ich reg mich gerade so heftig über mich auf. Also ja, über mich, da kannte ich ja jetzt wirklich nichts für. Das ist dieser Frame-Drop-Werten, die... warum kaufe ich 2 Wards? Ich Vollidiot. War ja hundertprozentiger Kill da oben, aber sowas von easy peasy. Ja. Damn it! Ja, das ist der Shogun, lässt sich da auch viel durch die Finger gehen und da ist die Blue Up, die sollten die sofort machen. So, keine Ulti-Top, ein Ward haben sie. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es gut war, jetzt noch eine Doran zu kaufen, weil die Laning-Phase ist eh verschissen, dadurch die 2 Gangs. Okay, sie ist Miss. Hm, ja, jetzt brauche ich Hilfe oben. Fuck it, ey. So ein Lack, diese Bitch. Gibt's doch nicht, ey. Naja, müssen wir, es ist halt, jetzt muss man sich ja wirklich darauf fokussieren, die so eine Scheiße natürlich nicht zu machen, das große Creep zu verpassen, was 49 Gold gibt. Ja, ist klar. Ist klar, habe ich dich getroffen. Mann, jetzt konzentrier dich und rage hier nicht rum wie so eine Vollschlunze. Ja, komm, harass mich hier in den Creeps. Ah, guck mal, die Creep-Hits, die da alle angeflogen kommen noch. Ja, wo stelle ich den Ward hin? Der Mauka ist eh... Kommt eher von hier. Kommt eher von da, der Mauka. Gehe ich mal von aus. Ja, damage-mäßig können wir da gar nichts mehr gegen die machen.
ich hab jetzt, bin ich reingegangen, damit sie pusht. Jetzt habt ihr mal geguckt, wie sie jetzt gepusht hat wieder. Wie sieht's vom Farmen denn überhaupt aus? Wir sind im Farmen besser als dir. Das gibt es nicht. Wie so schlecht ist. Hätten wir den Kill da am Anfang gekriegt, dann wäre es besser gelaufen. Schon alleine, weil meine Atmosphäre dann... weil meine Einstellung dann besser gewesen wäre. Und der Shogat könnte auch einfach mal hochkommen. Jetzt mal so langsam. Sie hat einen Level-Vorteil natürlich auch noch. Ja, meine Güte. Ah, schade, ich habe nur einen Tower-Hit auf sie drauf gekriegt. Ich wollte mehr, also zwei wollte ich eigentlich haben. Kriege ich eh nicht, so wenig Damage. Ich will den Stun nicht machen, weil den Stun, den brauche ich auf jeden Fall. Ah, ich glaube, die weiß Bescheid. 500 Leben mit Ulti, 800. Wir müssen eh aufpassen, dass sie jetzt nicht da uns dann killt. Ich kann nicht engagen. Hat er keine Ulti? Ne, hat er nicht. Fuck it. Hat keine Ulti. Das habe ich nicht gesehen. Oder hatte keine Ulti mehr. Ja, dieser Tower. Willst du mich verarschen eigentlich? Ja, ich muss jetzt in eine Base gehen. Wir brauchen... ja, ich gehe jetzt auf Tank, Leben. Ich kaufe jetzt direkt einen Giant Belt. Schön, da geht der Farm für sie flöten. Und die ist einfach nur schlecht, ne? Ganz ehrlich. Die spielt so schlecht. So, wir kaufen hier. Bam. Ende im Gelände da oben gleich. Ah, dieser Foiler, das mache ich immer wieder, dass ich die Maus hier unten in der Ecke habe und dann irgendeine Dash-Fähigkeit benutze. Entweder, also eigentlich ist es nur bei Nocturne mit seinem Navelle, die der da schießt, und bei Rene, wenn ich hier unten die Maus hinhalte und dann dash ich ja so komisch in die Richtung. Schade, dass Gragas keine Ulti. Ich habe das nicht gesehen, hat er die Ulti geworfen? Der hat die, glaube ich, auf sie direkt geworfen von Anfang an, ne? Schade. Wäre gut gewesen, wenn die später gekommen wäre. Ich komme mal auch. Leute. Dammit. Jetzt habe ich natürlich Zeit verloren. Ich kann nicht dadurch gehen, weil da wird die Riven auf mich warten und dann gibt es eins ins Gesicht wahrscheinlich. Keinen Farm verlieren, weil die hat ja eh den Ober-Noob-Farm dafür, dass die Lane hier die ganze Zeit so weit von gewinnt, ne? Dammit, hab ich drauf gekriegt. Lol, der hat keinen Damage gemacht, habt ihr das gesehen? Also gar keinen, der hatte... ich weiß, dass der nicht viel Damage macht. Hör auf damit. Ja, die kann natürlich einfach weiterlaufen. Wir sind ja natürlich jetzt nicht die Damage-Dealer. Soll aufpassen, denn die tötet den noch. Weil wir haben keinen Damage wirklich. Wir haben unsere Ulti, wir haben keine Ignite, also. Wir müssen da aufpassen. Ah, die Creeps, haut drauf, meine kleinen Creeps. Jawohl, da kommen die Schüsse schon angeflogen. Und nochmal drauf. Jawohl, schön. So, so muss das sein, so muss das sein. Jetzt haben wir die Riven auch hier schön im Sack ein bisschen, weil wir gut gecountert haben durch unsere Items, die wir gekauft haben. Dadurch, dass wir massiv jetzt auf Leben gegangen sind, haben wir da ein bisschen der Maokai kommt gleich. Ich sehe es jetzt schon, komm, ich push jetzt und gehe in die Base, Leute.
So, die Frames sind, also die Frames sind eigentlich okay mit 30 wenigstens. Oh, und man hat gerade wieder dick auf den Sack bekommen. Aber ich finde irgendwie, es ruckelt ein klein bisschen. Nee, wir kaufen hier erstmal Ende. Und noch ein Ward mitnehmen. Wir sind ganz gut eigentlich vorbereitet für die. Oben passt das schon. Geht natürlich jetzt direkt auf ein Last Whisper, gehe ich mal von aus. Damit die, oder? Ne, die geht auf eine Hydra. Damit die schön Damage kriegt. Aber dann ist es auch ganz gut, dass wir Leben gekauft haben. Da bringt es nicht so viel Rüstung zu kaufen. Also erst die Rüstung hätte nicht so viel gebracht, meiner Meinung nach. Da muss man nämlich aufpassen, dass man da, wenn die auf Armor Pen heftig gehen, dass man da nicht versucht, Rüstung zu stacken. Oh, da haut's ab. Niemand fickt mit dem Krokodil, Junge. Nice. Die holen ein bisschen aus. Steht zwar 4, aber wir sind zweimal gestorben, aber im Teamfight ist die Riven wahrscheinlich effektiver als ich jetzt so. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich die Vayne gepeelt bekomme. Und die Vayne, oh, die sieht jetzt gar nicht mal so gut im Speck aus, wa? Ja, die Frames, die sind irgendwie ein bisschen schwammig heute. Irgendwie ein bisschen schwammig. Obwohl die über 30 bleiben, fühlt es sich ein bisschen schwammig an alles. Ah, da hat der Tower schön Farm gefressen. Oh, da macht sie natürlich jetzt volle Kanone Damage. Ja, ist klar. Ist klar. Dammit, da habe ich mich überschätzt. Da hat sie die Hydra wieder gehabt. Fuck it, da hat sie 2 Extra-Hits durchgekriegt. Das war dumm von mir. Scheiße. Ich habe mich ein bisschen überschätzt und ich habe nicht gedacht, dass sie die Hydra wieder hat. Weil dadurch konnte die zweimal draufhauen und das waren, sag ich mal... Was hat die denn? Der Cook Auto-Attack hat die 1000 gemacht. Ich würde mal sagen, das waren bestimmt so 300 durch Auto-Attack. Das war dann hier so dieser letzte Rest. Dann Ignite auf uns. Overextending, würde ich sagen. Overextending. Ach, fuck it. Damn. Ah, da haben wir natürlich jetzt nicht gut gespielt. Dieser eine Frame-Drop da am Anfang, ne, der hat uns sehr, sehr viel kaputt gemacht. Da haben wir, hätten wir schön Gold-Vorteil gehabt, dann wäre es besser gelaufen, würde ich mal sagen. Aber das ist unten ganz gut. Nicht. Direkt gewone-hitted worden. Ja, die war wahrscheinlich auch Level 11, ne? Ich bin dumm. Das war schlecht von mir, dass ich da gekämpft habe. Die hatte einen Level-Vorteil und einen Gold-Vorteil. Und war einkaufen, hat also dadurch einen Item-Vorteil und ich habe da gekämpft. Einfach wirklich dumm. Sollte da nicht machen. Bullshit. Auf und Riven, nächster Kill. Ja, jetzt ist Riven gefeedet. Fuck. Haben wir Scheiße gebaut. Ja, dieser Feed. Wer ist mal ganken gekommen? Junge! Ja, das ist das einfach, dass sie jedes Mal durch ihre Hydra so viel Damage nochmal machen kann. Das sind dann nochmal 2 Hits extra. In der kurzen Zeit. Das pwnt uns natürlich ziemlich hart. Wollte er zuerst noch haben. So. Wir brauchen mehr Farm. Viel mehr Farm. Wir brauchen nämlich unser Sunfire. Wie dem Gragas mal Blue geben. Uns fehlen 100 Gold noch.
Puh, hier ein bisschen aufpassen, dass die Riven nicht kommt, aber wir haben auch, glaube ich, wenn die Riven jetzt kommen würde, mit meinem wenig Leben. Wäre ich eh nicht so gut dran, also ich will Sunfire nur eben haben. Lol, ich Vollidiot. Zwei Creeps verschwendet. Ich dumm war. Ja, ich kann jetzt gerade nicht darauf eingehen, was da unten alles passiert die ganze Zeit. Das ist natürlich auch ein bisschen schlecht. So. Jetzt können wir Sunfire schon mal kaufen. Ziemlich gut für uns erstmal. Ah, oh, mein Bein juckt. Erstmal kratzen. So. Nice. Good job, Mitte. Good job, good job. Ah, hat er bestimmt outplayed. Schade, das hätte ich gerne gesehen. Dammit. Damn Plays. Ja, da hat er die übelst outplayed wahrscheinlich. Geil. Scheiße, wir haben sie nicht gesehen. Was für ein Noob bin ich eigentlich? Die guten 10 zeige ich nicht, aber die Fails. Mit unseren 0-3 Noob-Noob. Wir brauchen mehr Magic Resistance. Fünf Gold. Nice. Maokai. Die sind alle hier. Gehe ich mal von aus. Oh, der war ja gut. Lol, lol, lol. Was war das denn da? Ganz ehrlich. Lol, ich konnte meine Ulti nicht machen heute. Ich habe da 10-mal drauf gedrückt. Was war das denn für eine Scheißaktion von dem Shogard? Die haben überall Vision, ja, und wir haben die angepinkt, dass da nichts ist, aber ich surrender das trotzdem. Dammit, ey, dass die Riven das gewonnen hat oben, ne? Die spielt echt nicht überragend und wir haben es einfach nur durch Brain Lags einfach abgegeben. Fuck, ich hasse mich. Hasse mich! Naja. Ja, das war ein bisschen dumm jetzt vom Show, weil wir haben halt angepinkt, dass da was so, ne? Und dann ist er da trotzdem reingelaufen. Für das er. Hat er denn. Ich hab nicht nirgendwo drauf geachtet, so auf die anderen Lanes hätte ich besser mal gemacht. Weil dann hätten wir mal gesehen, ob der woanders gegankt hat oder sonst irgendwas gemacht. Das habe ich natürlich jetzt nicht mitgekriegt, aber naja. Ich glaube, wir kriegen würden keinen guten Teamfight hinbekommen, wo wir die besiegen, oder? Ja, pull doch jetzt mal ein, pull einfach mal ein. Oder Hook. Einfach ein Ziehen. Ja, manche regen sich ja da auf, wenn man da Pull oder sowas zu sagt. Aber der soll einfach einen ranziehen. Ja, den kennen nicht, der hat einen Zonias. Ja, das ist natürlich jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Und ich würde sagen, dadurch, dass die Riven haben, die ein bisschen angefeedet ist. Und wir einfach, wir haben 0-4, was bin ich eigentlich für ein Noob? Zwei Level, ja, das Problem ist, die hat einfach einen Level-Vorteil. Die gewinnt, die ist so stark im Vergleich zu allen anderen, weil sie den Level-Vorteil hat. Und Shogard aufgegeben hat. Ja, hoch. Ich wollte eigentlich da drauf drücken.
Das war doch mal was Gutes. Geh weg, Griffin. Griffin kommt. Ich laufe jetzt schnell in die Base. Und Homeguards und hier hin. Homeguards, komm. Was machen die? Ja, wieder overextended ein bisschen, glaube ich. Ich sehe es zwar nicht. Warum wollen die nicht surrendern? Das Spiel ist echt schlecht, vor allem von meiner Seite. Habe gerade die ersten zwei Assists gekriegt, da war Bobby hier. Das reicht eigentlich nicht an Magic Resistance. Wir bräuchten eigentlich schon hier so einen dicken Mantel. Ja, der guckt, der Cho'Gath hat jetzt aufgegeben und deswegen interessiert es ihn auch nicht, ob der jetzt irgendwo hinläuft und stirbt. Dammit. Ah, die Frames, Alter, die sind auf 31 und das schwubbelt so rum. Hm. Komisch, komisch. Ja, jetzt sind sie weiter unten. Scheiß Spiel, ey, das gibt's nicht. Es will uns einfach nur triezen. Na, Baron ist eh getan und wenn die Frames jetzt sich mal nicht beruhigen, dann schlage ich auch noch hier durch den Bildschirm durch. Hallo. Kerl, es ist nichts an, weswegen du dich hier anpissen könntest. Scheißspiel. Ficker. Ist meine Schuld, dass du schlecht gejungelt hast. Was machen die denn da? Ja, wir sollten das einfach surrendern. Ganz ehrlich. Vor allem jetzt bei dem Fokus, der jetzt wahrscheinlich kommt. Oh, doch nicht. Meine Frames? Alter, ich raste gleich aus. 20 Frames, was ist das denn hier schon wieder? Jedes zweite Mal will dieses scheiß Spiel mich irgendwie verarschen, glaube ich. Ist das dein Ernst? Ich wollte nur ein bisschen anpoken. Alter, meine Frames sind so kaputt, ne Leute. Ich komme hier nicht mehr über die Wand. Leute, ich bin gegen... Habt ihr das gesehen? Ich bin nicht durch die Wand gekommen. Ich bin ja raus mit dem, hab einen berührt und wollte wieder rein, einfach nur um die Vayne zu schützen. Und ich bin nicht mehr reingekommen. Geh doch raus! Oh, oh, geh doch einfach weg. Vor allem Trash muss weggehen, weil... er die Laterne hinwirft und dann muss er Kniegas geben hier, ne? Damit die Leute auch so weit wie möglich mit dieser Laterne rausgetragen werden. Bringt's nicht, wenn hier so ein Fresh einfach hier die Laterne hinwirft und bis dahin geht, weil, ne? Die sollte ja schon einen möglichst retten. Ah, der ist down. Hook! Aber gut. Wenigstens den Assist. Jawohl. Ey, die Frames. Guckt euch das mal an. 10 Frames. The Comebacks hier, Junge. Jetzt guck mal, er eskaliert hier schon wieder übelst. Er läuft einfach nur noch in die rein. Und hat jetzt Hälfte Leben weggekriegt, weil er einfach nur reingelaufen ist. So, YOLO-mäßig. Oh, wir laufen jetzt drauf. Können meine Frames sich beruhigen? Ja, die Riven wird jetzt das nächste Mal auch wieder hier hingehen und... ja, wir konnten diesmal gar nicht auf Damage gehen, weil sonst hätten wir natürlich jetzt noch ein bisschen Damage gekauft in Form von Penetration. Ich habe in 7 Sekunden Ulti.
Lol, ich komm nicht an ihn ran. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach nicht an ihn rangekommen. Aber der Gragas hat ihn noch mit einem Fass gekriegt. Ja, ob das jetzt nötig war? Dammit! Ich bin nicht an den rangekommen, an den Penner. Und vor allem unsere Ulti macht ja hier diesen Damage over Time. Und das Sunfire-Ding macht auch noch, was so eine größere Range hat, ein bisschen als unser Auto-Hit. Und der ist nicht da dran verreckt. Dammit! Ah, naja, wir holen ein paar Assists. Wir haben jetzt, ey, ich glaube, so eine schlechte Runde hatte ich noch nie. Lol. Aber ja, Gragas läuft schon ein bisschen besser, aber der Farm von unserer Vayne hier wieder, ne? Die Riven hat einen Farm dafür, dass sie die ganze Zeit die Lane gewonnen hat, ist in Ordnung, ne? Kaufen. Ich bin mir noch nicht sicher, welches davon wir kaufen. Sehen wir gleich. Frames sind okay wieder. Boah, Alter, die Riven. Kriegt doch kein Mensch irgendwie mehr tot. Außer wir sind zu fünft. Dammit. Ja, jetzt zieht die doch in den Busch einfach rein. Wer ist denn damit? Oh oh, oh oh, oh oh. Die Riven da oben, Mann. Ich krieg die ganzen Leute nicht tot. Guckt euch das mal an, Leute. Ich könnte hier gerade. Oh, dammit, das gibt es doch nicht. Wir kaufen das, ich brauche Cooldown Reduction. Aber ich sag trotzdem, ja, das gibt es nicht, wie lucky. Ja, bin AFK, genau, weil du scheiße gespielt hast diese Runde, ne? Also das ist einfach. Wenn man scheiße spielt, dann steht man auch zu und versucht seinem Team noch auszuhelfen, weil so schlecht sieht es gar nicht aus. Es ist einfach mega knapp eigentlich jetzt am Ende. Habt ihr ja gesehen, der Teamfight, wie knapp bei denen das war. Oh, das war auch ganz schön knapp wieder. Ah, geh weg. Na jetzt komm, lauf hinterher. Komm. Als ob der die kriegt. Wer kriegt denn bitte eine Riven, auch wenn der 5er Boots hat? Als ob er die dann töten kann. Ach ja, Leute. 078. Ich glaube, das ist Rekord, oder? Denkt er, aber die Riven hatte schon Angst. Die hatte Angst, dass sie da sterben könnte, deswegen ist sie nicht draufgegangen. Wäre ihn tot. Wenn sie läuft. Also ich hätte mich TP'd, das wäre mir sicherer gewesen. Oh, 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 was war recht ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Dodges! Junge. Haben die was gewastet wirklich? Ne, ne? Die kennen der Damage, ey. Wir haben schon so viel Magic Resistance. So viel, in Anführungszeichen, ne? Die Vayne kriegt Damage, hätte das? Die Vayne macht das langsam. Ich komm nicht an die ran. Ich hab den Cannon nicht früher gekriegt, habt ihr das gesehen? Jawoll! Lol, das gibt es nicht! Habt ihr das gesehen? Ich hatte den eh an und sie hat... Habt
ihr das gesehen? Ich hätte da einen Double Kill haben können. Und dann mit einem HP vorher trifft mein E nicht mehr, weil ich auf dem Weg dahin gestorben bin. Ich könnte heulen, Leute. Das gibt es doch nicht. Das Spiel will mich trollen. Damit. Ja, wir haben den Support gekillt. Not bad, wa? Dammit, ey. Ich hab aber auch ein Pech heute. Unskilled, könnte das auch nennen, keine Ahnung. Bin ein dicker Bobby heute. Aber Rene ist schon ein geiler Charakter. Wenn wir jetzt ein bisschen oben natürlich besser gespielt hätten, hätten wir ein bisschen mehr Damage. Weil dann hätte ich einen Cleaver hätte ich gekauft. Je nachdem, dann hätte ich auch einen Hexdrinker gekauft. Das Teil dann ausgebaut, pipapo. Also dann wäre schon, dann wären wir mehr abgegangen, aber wir mussten jetzt auf Tank gehen. Blieb uns nichts anderes übrig. Ah, die Vayne, die hat ja noch gar nichts. Ich dachte, die hätte Damage gerade bekommen. Ich glaube, das war auch nur in Verbindung mit Ulti gegen jemanden, der keine Rüstung hatte, oder? Die hat ja mal gar nichts. Die braucht alles noch. Keine Ulti. Dich, Schlampe. Lass dich nicht davon kommen. Das gibt es. Nein, das gibt es nicht. Das Spiel hasst mich. Fuck it. Scheiße. Das gibt es doch nicht. Jetzt hau doch mal drauf, Vayne. Anstatt dass sie nur läuft, können sie einfach immer schießen. So wie der Gragas zumindest seine Fässer rollt immer. Damn, mit 1-9 Jungs. Bin ich denn nur. Ne, nutzlos gar nicht. Nur, das war schon wieder so lucky, ne? Die Zyra oder keine Ahnung, was mich da noch gestunt hat. Also, als ich Flash gedrückt hat, hat mich noch irgendwas gestunt. Deswegen bin ich kurz danach erst geflasht. Ah, trauriger Tag heute. Gibt's wohl erst wieder. Damn it. Größten Lacker überhaupt hier, die fucking Zyra. Ne? Wisst ihr, weiß Bescheid. Das gibt's doch nicht, ey. 6 Sekunden. 5. 4. Komm, einmal können wir noch sterben, oder? LOL, tötet mich nicht. Oh, gut. Scheiße. Also, Rene ist echt ein cooler Charakter, muss ich sagen. Der macht mir ziemlich Spaß. Und diese Runde war eigentlich ganz lustig, auch wenn ich richtig dumm gespielt habe und viel gefailt habe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es natürlich nicht wieder dann 1-9 ist, sondern 9-1. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao, Leute.